Die Einzelteile sehen eher unspektakulär aus, aber die Pumpen von Vilo haben ein ganz besonderes Innenleben, einen Hocheffizienzmotor. Er kann 95% der elektrischen Energie in mechanische verwandeln, weit mehr als EU-Richtlinien vorsehen. Diesen Motor haben rund 9 Millionen Pumpen jährlich, kleine für den privaten Gebrauch, aber auch große für ganze Wasserwerke. Der Motor treibt über seine Motorwelle die Pumpenhydraulik an. Und diese Pumpenhydraulik sorgt eigentlich für die Umwälzung von dem Fördermedium, also bei Vilo grundsätzlich Wasser. Wenn man einfach mal ein Gefühl dafür kriegen möchte, in welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen, dann kann man sich vielleicht einen Porsche vorstellen, der mit über 300 km/h fährt, aber nicht schnurstracks geradeaus auf der Autobahn, sondern auf einem Kreis mit 4 Meter Radius. In diesem Tempo bewegen die Pumpen das Wasser. Vilo verkauft sie weltweit. In Russland etwa investiert das Unternehmen gerade in eine eigene Fertigung und hofft daher, dass sich die aktuelle Lage bald entspannt. Jetzt will der Pumpenhersteller aber auch mehr Projekte in Lateinamerika und vor allem in afrikanischen Ländern. Diese Länder macht interessant das fast unendliche Potenzial für unsere Produkte in der Wasserversorgung und in der Entwässerung, Abwasserbeseitigung insbesondere. Die Bedarfsentwicklung ist natürlich sehr stark abhängig von internationalen Finanzhilfen. Und für uns ist eben wichtig, dass wir frühzeitig da die Hand am Puls haben und mit unseren Leuten dort die Kontakte zu den Entscheidern aufbauen. Türöffner für einige Projekte waren deutsche Entwicklungshilfeorganisationen. Etwa bei einem Wasserwerk in Nigeria, bei dem die Pumpen Wasser aus dem Ogun River holen, das dann als Trinkwasser für die 7 Millionen Einwohner der Hauptstadt Lagos aufbereitet wird. Einfach sind solche Aufträge nicht. Das sind junge Märkte, junge Potenziale, unerfahren, teilweise unerfahrene Entscheider. Andererseits auch schon eine starke Präsenz des Wettbewerbs. Wir sind da durchaus nicht immer der Erste. Aber das wollen sie sein. Denn gerade solche Schwellenländer wachsen stark. Deshalb weitet Vilo seine Kapazitäten auch am Hauptstandort Dortmund aus. Und investiert dafür bis zu 50 Millionen Euro.